So, liebe Leute, willkommen zum neuen Tutorial, beziehungsweise ist es jetzt eigentlich mehr nur ein Funktionsbeispiel, wie man eine komplette Fahrstraße automatisieren kann mit allen drei Sensoren, sprich den Station Sensor, den Routing Sensor und den Arrival Sensor. Wir machen das wieder anhand von dem Beispiel von dem Commuter Train, der momentan hier in Zürich steht. Da haben wir hier einen Plattformsensor, also Station Sensor, und wir bauen jetzt, damit wir hier die Fahrstraße komplett automatisieren können, den sogenannten Routing-Sensor, den setzen wir hier vor diesem Block hin, und einen Arrival-Sensor vor dem letzten Signal vom Bahnhof. So, jetzt müssen wir das Ganze erstmal konfigurieren. Dazu gehen wir hier mal auf diesen Station-Sensor. Der hat schon Routing-Tables drin, von Basel nach Bern. Um es euch das gerade mal zu zeigen, werde ich die gerade nochmal löschen. Wir sagen also hier Plus, sagen, wo könnte der Zug theoretisch hinwollen. Zum Beispiel nach Basel. Wenn er nach Basel fahren will, dann stellt die Fahrstraße bis hierhin. Das ist der nächste Block. Weiter geht's nicht. Das gleiche machen wir jetzt hier noch für Zürich, für Bern, bitte entschuldigt. Und sagen auch, die Züge sollen bis hierhin fahren. Bis dahin kann er die Fahrstraße legen oder soll er machen. Das ist immer, man kann das einfach das Signal auch einfach anklicken, was er dann ansteuern würde. Und es geht auch nur bis dahin in den ersten Segment. So, als nächstes haben wir hier diesen Routing-Sensor. Den koppeln wir mit diesem Signal in die Fahrtrichtung und machen hier ebenfalls das gleiche Routing Table. Sagen wir hier nach Basel soll der Zug dahin und nach Bern soll der Zug dahin. Das wäre das. Als nächstes den Arrival Sensor, sagen wir, der soll dieses Signal hier steuern und ist gekoppelt mit dieser Station. Das heißt, was jetzt dann gleich passieren wird, wenn der Zug abfahren will, wird der Station Sensor getriggert, der legt die Fahrstraße bis hierhin. Sobald der Zug hier ist, wird er das Signal hier entsprechend stellen, dass er dann dahin fährt, weil er nach Bern will. Und ab hier geht der Sensor wiederum her und weist die richtige Plattform zu. Wir schauen uns das jetzt mal kurz an. Die erste Fahrstraße wurde gelegt. Dann sollte jetzt gleich die zweite kommen. Wunderbar. Gleich sollte da sein. Die richtige Plattform. Perfekt. Hier wäre es natürlich ein bisschen schlau, wenn man das ein bisschen davor setzt wird, dann muss der Zug hier nicht bremsen, weil er geht davon aus, dass rot ist und erst wenn er dann da ist, ist das Signal grün, sprich macht Sinn, den ein bisschen mit mindestens einer Kachel vorher zu platzieren, damit er hier nicht bremst. So, das war das Beispiel. Ich werde jetzt mal einen kleinen Save laden und die ganze Map hier durchautomatisieren und dann schauen wir uns doch mal an, wie das funktioniert. Also, bis gleich im Save. So, liebe Leute, ich habe jetzt mal ein bisschen umgebaut. Jede Plattform hat jetzt einen Station-Sensor. Haben auch überall die Routings eingerichtet. Das muss man für jeden Sensor einzeln machen. Wir haben hier einen Arrival-Sensor für Zürich, einen Routing-Sensor für den Block, hier nochmal einen Arrival-Sensor für Bern. Das gleiche da oben mit Basel und dann nochmal die Routing-Sensor in die anderen Richtungen. Die Bahnhöfe sind eingestellt, dass sie automatisch die Züge annehmen. Und ich würde sagen, wir lassen jetzt mal ein bisschen die Zeit vorspulen und dann zeige ich das mal, wie das im vollautomatischen Betrieb funktioniert. Der Fahrplan ist jetzt eigentlich nur zweckmäßig, da waren jetzt ein paar Züge Verspätung haben. Es ist einfach nur zum Zeigen. Also eben, der will jetzt nach Bern, der will nach Zürich, Fahrstraße wurde gelegt und los geht's. Und da kommen auch schon die anderen. Du wirst gerade sehen, es läuft wirklich alles vollautomatisch. Lass uns vielleicht noch ein bisschen schneller laufen. Da haben wir ein bisschen Action. Ja, und so kann man quasi sein ganzes Netzwerk vollautomatisieren oder teilautomatisieren, je nachdem. Da zum Beispiel ist jetzt schon vorgemerkt, dass er schalten möchte, aber kann nicht, weil es jetzt hier blockiert ist. Außer bald hier frei ist, wird es hier geschaltet. Und so wiederholt sich das die ganze Zeit. Nur so als Beispiel, wie ihr diese Sensoren quasi nutzen könnt. Hoffe, das war informativ, hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, dann lasst es mich wissen in den Kommentaren. Ich helfe euch da natürlich gerne. Oder natürlich auf dem offiziellen Discord-Server.